Liebe Anlegerinnen, liebe Anleger, Corona wird uns leider noch lange beschäftigen. Es gibt zwar einige vielversprechende Ansätze bei Impfstoffen, aber wir müssen ganz klar erkennen, das Triinfernale aus Firmenpleiten, aus Stellenstreichungen und Überschuldung der Privaten und der Unternehmen wird uns noch lange beschäftigen. Hier wird also der Staat, konkret die Finanzpolitik auch in Deutschland, noch lange dem Motto frönen müssen, wir machen den Weg frei. Und in der Tat, wir hören ja schon überall, auch gerade jetzt vor dem Bundestagswahlkampf, dass ja das Kurzarbeitergeld bis weit ins nächste Jahr verlängert werden soll. Und auch auf Unternehmensebene, die Firmenpleiten schlagen zu, laut ernstzunehmenden Zeitungsberichten ist der Bund ja dabei, neben Lufthansa weitere 14 Konzernen Kapitalspritzen zu verpassen. Da fragt man sich schon, wenn der Staat so massiv reingeht, so massiv stützt, ist das der Weg in die Staatswirtschaft? Ist der Staat gekommen, um zu bleiben? Nach dem Motto, wer die Musik bestellt, der Staat muss sie auch bezahlen, bestimmt aber auch, was gespielt wird. Der Staat könnte auf die Idee kommen, jetzt bin ich mal drin und jetzt möchte ich so gewisse böse Attitüden des Kapitalismus, der Eigennützigkeit verbessern durch staatlichen Gemeinnutz. Ich halte das für keine gute Entwicklung, wenn es so kommen sollte, denn nur Marktwirtschaft im klassischen Sinne kann Wettbewerbsfähigkeit, Innovation und damit auch längerfristiges Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätze garantieren. Die spannende Frage ist natürlich jetzt, der nächste Meilenstein, um diese Frage Marktwirtschaft, Staatswirtschaft zu beantworten, ist natürlich eine Bundestagswahl. Da gibt es ja den einen oder anderen, der durchaus der Meinung ist, man müsse den Kapitalismus überwinden. Der Kapitalismus wird dargestellt als massiv ansteckende Krankheit, die die Menschen unglücklich macht. Nun, meine Damen und Herren, ich sehe das etwas anders. Ich sehe den Kapitalismus als die einzige Möglichkeit, wirklich auch Innovation, Wettbewerbsfähigkeit, auch Umweltschutz und damit Geld zu verdienen, nach vorne zu bringen. Wichtig ist natürlich zu erkennen, der Kapitalismus ist natürlich absolut nicht fehlerfrei, aber relativ im Vergleich zu allen anderen Gesellschafts- und Wirtschaftsformen überlegen. Der gute Karl Marx hat ja, als er damals das Kapital geschrieben hat, nicht ahnen können, dass seine Theorie von seinen Jüngern in der Praxis so schlecht dargeboten wird. Und meine Damen und Herren, der Blick in die Geschichtsbücher zeigt immer sehr klar, jede Form von Neosozialismus, zu viel Staat, bringt keinen Fortschritt, sondern Rückschritt. Es klingt immer gut zu sagen, wir müssen umverteilen, die Steuern erhöhen. Der Staat muss für die Daseinsvorsorge eintreten, aber genau das haben wir schon probiert, hat nicht funktioniert. Der Kapitalismus in unserer deutschen Form, soziale Marktwirtschaft, das ist etwas Großartiges gewesen. Nach dem Motto, wie Ludwig Erhard sagte, wir nehmen alle mit, Wohlstand für alle. Das ist nichts aus der Klamottenkiste der Geschichtsbücher, das ist nach wie vor hochaktuell. Das müssen wir weiterentwickeln, da müssen wir weiter am Ball bleiben. Die Menschen auch mitnehmen, wenn eine Wirtschaft nach Corona, wenn es da wieder normal wird, auch wieder laufen kann. Ich bin sogar der Meinung, dass man einen Volkskapitalismus einführen muss, dass man sagen muss, wir müssen viel stärker auch die Arbeitnehmerinnen und Bürger am Produktivkapital einer Volkswirtschaft beteiligen. Aktiensparpläne, was ich seit Jahren schon hier ja immer fordere. Wenn man das hinbekommen würde, dann würde man eben auch den normalen Bürger mitnehmen. Dann würde er sehen, dass Kapitalismus in seiner sozial-marktwirtschaftlichen Form nichts Negatives ist. Ich hoffe, dass der Kelch von Neosozialismus in jeder Form an uns vorbeigehen sollte. Gerade in einer Welt, die global aufgestellt ist, die brutal wettbewerbsfähig ist, können wir uns irgendwelche Nettigkeiten staatlicher Art nicht leisten. Wenn wir jetzt nicht mitmachen, nicht mit den Wölfen brüllen, dann werden wir wie Schafe irgendwann aufgefressen. Ich wünsche mir, meine Damen und Herren, dass die soziale Marktwirtschaft die Oberhand über die Staatswirtschaft behalten wird und vor allen Dingen möge der Volkskapitalismus einziehen.